Du? Brauchst du Geld? Wir suchen einen Mann. Groß, dunkelhaarig, bewaffnet und sehr gefährlich. Ich habe niemand gesehen. Mein Vater hatte zwei Söhne. Der jüngere von beiden trat an ihn heran und sagte: Vater, ich möchte neue Erfahrungen machen. Zahle mir mein Erbteil aus, damit ich in die Fremde gehen kann. Widerwillig zahlte der Vater ihm das Erbteil aus, und der Sohn zog in die Fremde und gab das Geld mit vollen Händen aus und hatte bald nichts mehr. Der Vater sah ihn an der Pforte, lief ihm mit offenen Armen entgegen, freute sich, dass dein Sohn zurückgekehrt war und ließ ihn auch nicht groß erzählen, sodass der Sohn sein Gesicht wahren konnte. Wir erheben uns für den Segen. Der Herr segne und behüte uns und lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Amen. Tod im Drogensumpf, Streit unter Dealern. Im Freihafen wurde ein Mann erschossen. Warst du's? Ich hoffe, dass es nicht allzu lang dauert. Ich belüge schon meine Tochter, meine Angestellten. Ich wollte mich doch nur verteidigen. Der Fahrer war spät dran. Der Kunde war schon da. Was normalerweise nicht sein darf. Ich habe ihn weggeschickt. Da sehe ich, wie der Kunde rumschnüffelt. Bei mir klingeln die Alarmglocken. War mir alles klar. Ich gehe auf ihn zu, reiße ihm die Jacke auf. Überall Kabel, Wanzen, V-Mann.
Ging alles ganz schnell. Er stieß mich zurück. Ich falle. Er zieht seinen Revolver. Ich kann mich gerade noch auf die Seite drehen. Er schießt. Es trifft mich an der Schulter. Dann ziehe ich meine Pistole. Thomas, ich wollte's nicht. Ich würde alles dafür geben, wenn ich es wieder rückgängig machen könnte. Der Einzige, dem ich noch trauen kann. Haben Sie jemanden gesehen, auf den die Beschreibung passt? Was hat er gemacht? Rufen Sie mich an, falls ich noch mal einfällt. Das ist der Einzige, dem ich noch trauen kann.
Was ist? Was machen Sie da? Soll ich einen Arzt rufen? Ihr Freund hat es nicht so gut hingekriegt, scheint mir. Was wollte die Polizei hier? Es ist nichts. Sie haben mit meinem Vater gesprochen. Es gibt Jungs, die hier dealen. Hier? Ja. Sie nutzen die Kirche aus. Genau wie Sie. Warum verstecken Sie sich? Ich habe ein bisschen Scheiße gebaut. Ich muss mein Leben wieder in Ordnung bringen. Und deshalb suche ich die Nähe zu Gott. Entschuldige. Okay. Es war so. Ich bin Tauchlehrer in Spanien. Zweimal im Jahr habe ich Geräte und Gasflaschen nach Hamburg geliefert, in den Freihafen. Die Fahrten waren gut bezahlt. Sehr gut. Du verstehst, was ich meine. Ich komme also ins Lager. Außer mir war noch Cola da. Der Geschäftsführer und ein Kunde. Den kannte ich nicht. Es gab plötzlich eine Schießerei. Ich bin ins Hafenbecken gesprungen. Aber eine Kugel hat mich an der Schulter getroffen. Wer? Warum geschossen hat? Ich habe keine Ahnung. Warum stellst du dich nicht einfach? Ich bin vorbestraft. Wer würde mir glauben? Wenn du die Wahrheit sagst, dann... Die Wahrheit? Was ist denn die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass ich keine Beweise für meine Unschuld habe. Ach, und wie stellst du dir dein Leben in Zukunft vor? Flucht nach Spanien? Ständig in Angst. Irgendwann werden sie dich doch erwischen. Außerdem weiß ich nicht, ob ich dir glauben kann. Eisenkraut mitgebracht. Das ist gegen Blutverlust. Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren dreimal täglich 2 Esslöffel, 20 Milliliter, am besten gekühlt eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten ein. In besonderen Lebensumständen wie Schwangerschaft und Stillzeit... Was war mit der Polizei? Du hast ihm dein Versteck verraten. Nein, hab ich nicht. Du hast auf die Turmkammer gezeigt. Ach das. Die Kirchenuhr ist kaputt. Das ist ihnen aufgefallen. Und die Polizei war wegen den Dealern hier. Ich wollte dir doch nur einen Schrecken einjagen. Du hast überhaupt keinen Grund, sauer auf mich zu sein.
Entschuldige, dass ich nicht jubel. Ja, da hättest du aber allen Grund zu. Ich muss mich andauernd verstellen und dauernd lügen. Für dich ist das vielleicht einfach, weil du so cool bist und weil du sowieso öfter lügst. Wenn du deinem Vater oder der Polizei die Wahrheit erzählt hättest, dann könnte ich meine Unschuld nicht mehr beweisen. Und vor allem könnte ich dich nicht näher kennenlernen. Da, trink. Jawohl. Schön dreimal täglich. Ich habe dir was mitgebracht. Du konntest mal sehr gut malen. Warum hast du damit aufgehört? Du machst dir wieder Gedanken über meine Zukunft. Sehr freundlich. Thomas, wenn man zu freundlich ist, kriegt man nur Ärger. Komische Theorie. Hat sie dich weitergebracht im Leben? Ständig in Angst? Und wie stellst du dir dein Leben in Zukunft vor? Weil ihr immer am falschen Ende sprach. Dafür kommst du bestimmt in den Himmel. Du machst es einem nicht leicht.
Ich helfe dir. Wie geht's unserem Patienten? Schwester. Ja? Wie steht's um mich? Ich weiß zwar nicht, wie es im Knast ist, aber hier dürfen Sie sich waschen. Schwester, bitte sagen Sie mir die Wahrheit. Wollen Sie wirklich die Wahrheit wissen? Sieht schlimm aus. Sie haben nur eine Chance. Befolgen Sie meine Anweisungen. Schwester, ich tue alles, was Sie wollen. Gut. Dann machen Sie sich frei. Sie können sich jetzt wieder anziehen. Hast du noch ein Kaugummi? Nee, aber ich kann es schon angekauft. Sagt man also da. Patricia, würdest du bitte dein Kaugummi aus dem Mund nehmen? Okay, angenommen, du gehst in ein Geschäft und kannst etwas mitnehmen, ohne erwischt zu werden. Ja, würdest du es tun? Klar doch, ich würde schon was mitgehen lassen. Aber es ist gegen das Gesetz. Du meinst, es ist verboten? Ja. Jetzt kommen wir zu der Frage, wofür braucht man überhaupt das Gesetz? Sie das eben schwer zu machen. Im Zusammenhang. Stellt euch vor, ihr habt einen Freund, der etwas geklaut hat. Keiner weiß, wer der Täter war. Wie würdet ihr euch verhalten, wenn ihr dann gefragt werdet? Sagt ihr die Wahrheit? Dann kommt euer Freund womöglich hinter Gitter. Oder schützt ihr ihn? Was meint ihr? Lars, was meinst du? Wenn er nur eine Kleinigkeit gestohlen hat, dann würde ich ihn schützen. Aber wenn er jemanden umgebracht hat. Und wenn dein Freund jemand in Notwehr erschossen hat? Das würde ich der Polizei überlassen.
Die Fälle liegen häufig nicht so eindeutig, wie wir sie gern hätten. Und manchmal weiß man noch nicht mal hinterher, ob man sich richtig entschieden hat. Die Frage ist natürlich auch, wie weit darf die Hilfe gehen? Es ist schon nach 4. Gut, dann machen wir also nächstes Mal hier weiter. Also unter welchen Umständen ist es richtig, jemand zu helfen? Und wann nicht? Das ist nur ein Witz. Komm her, Chef. Bleib ruhig. Wir sind nur Freunde. Tun dir nichts. So, pass auf. Du kriegst einen Umschlag von uns. Ja? Sind Pillen drin. Ich verkauf's in den Pausen. Ich mach das nicht. Da ist doch nichts dabei. Du kriegst 10% ab. Ich hab euch gesagt. Was hast du gesagt? Ich will euch nicht mehr sehen. Arschloch. Komm, verschwindet. Komm, los. Ab mit euch. Habt ihr nichts verloren? Raus! Das ist jemand. Es klang irgendwie so anders. Ist ja ziemlich lieblos zusammengestellt. Mmh. Ein gutes Brot. Das haben wir auch zu Hause. Sag mal, wie heißt du eigentlich? Ich heiße Alfred. Alfred Kuschinski. Meine Freunde nennen mich Freddy. Laura heiße ich. Laura. Laura ist ein schöner Name. Ich habe deinen Freund getroffen. Und? Was und? Naja, hast du ihn gesprochen? Nee, wieso? Ihr geht aneinander vorbei und sprecht nicht miteinander. Ich hatte Angst. Dann habe ich mich versteckt. Hast du ihn gesehen? Wieso ist das so wichtig, ob ich ihn gesehen habe? Warum qualmst du eigentlich wie ein Schlot? Was geht dich das denn an? Stimmt. Ist dein Problem. Hast recht. Wer ist er? Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann da nicht mit reinziehen, das habe ich ihm versprochen. Ein Mann, ein Wort? Eine Vertrauenssache.
Verstehst du? Das verstehst du nicht. Hey, was machst du? Entschuldige, dass ich... Du bist ein Macho! Ich? Ich bin... Ja, du bist ein alter Besserwisser und sturer Bock! Genau, du bist ein emotionaler Krüppel! Du merkst ja noch nicht mal, wenn eine Frau im Raum ist! Eine Frau. Die Bimmel noch etwas kurz repariert. Jetzt ist schon wieder kaputt. Was macht denn die Leiter hier? Das ist doch keine Leiter. Ach nee. Das ist nur. Wir wissen noch. Ich hab das Ding hier jedenfalls nicht eingebaut. Was wird denn? Eingeschlafen? Ich komm schon. Lange geht das hier nicht mehr gut. Ja,
hast versprochen, Ruhe zu bewahren. Stell dir vor, jemand anders hätte es gefunden. Dann könnte ich dir jetzt gar nicht mehr helfen. Thomas, versteh dich nicht falsch, aber ich möchte dir nicht nur zur Last fallen. Die ganze Geschichte wissen. Wer hat den Mann erschossen? Komm mir bloß nicht zu nah. Hast du ihn getötet? Was? Nur noch die Polizei. Was glaubst du, was ich jetzt mache? Ja, komm, hol sie! Hol sie! Freddy hat keine Angst! Freddy braucht niemand, die Schlampe! Leck mich! Hey! Polizei! Hier oben bin ich! Freddy Kuschinski ist hier oben in der Kirche! Polizei, komm, komm, komm! Hey, hier oben! Mord an V-Mann. Wie jetzt bekannt wurde. Im Fernsehen haben sie es auch schon gebracht. Handelt es sich bei dem Toten von der Schießerei im Freihafen um einen V-Mann der Kripo? Er erlitt einen Bauchschuss. Noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Von Notwehr steht da nichts. Was wir glauben oder nicht? Zumindest das mit dem V-Mann stimmt. Also, Thomas, pass auf. Gab da einen Kunden, der hat seine Ware mit viel Geld, Thomas, mit sehr viel Geld bezahlt. Du wolltest mir also das Geld vom V-Mann geben. Okay, es war falsch. Glaub mir, ich würde alles dafür geben, wenn ich es wieder rückgängig machen könnte. Das sagtest du bereits. Ja, ja, Pastor. Es ist immer leicht, die Moralapostel zu spielen. Aber was hättest du an meiner Stelle getan? Du hättest dich wahrscheinlich hingestellt und hättest dich erschießen lassen. Ich würde überhaupt gar nicht in deine Situation kommen. Wahrscheinlich hast du recht. Sonst passiert immer nur mir. Freiwillig. Eins, zwei. Was ist?
meine Pillen? Hä? Das ist ein Kollege! Hey! Verpisst euch! Okay, Jungs, das war's. Was ist ein Als Mama ist ein Bulle, komm jetzt! Sind Sie wirklich Polizist? Also, wo ist der Stoff? Ist noch alles da. Na, wo hast du ihn? Jetzt werde ich bestraft, oder? Es kommt ganz drauf an. Du darfst niemandem erzählen, dass du mich hier getroffen hast. Sonst ist meine Mission gefährdet. Ich bin in der Bande Kokainhändler auf der Spur. Boah, das wird mir niemand glauben. Das wird dir auch niemand glauben, weil du es niemandem erzählen wirst, okay? Jetzt verschwinde. Hey! Bring den Stoff hierher. Okay. Was ist mit dir? Ich bin Papa in die Arme gelaufen. Er hat mich beim Rauchen erwischt. Er behandelt mich immer wie ein kleines Kind. Traut mir nichts zu. Mann, was gibt's denn da zu lachen? Du bist auch nicht besser. Tut mir leid. Dreh dich mal nach rechts. Sie nicht bewegen. Wieso warst du eigentlich im Knast? Hanf. Hanf? Ja, ich habe mir einen Schrebergarten gemietet und habe das Zeug angepflanzt. Es lief richtig gut. Bis dann dieser Idiot von Nachbar auch so eine Pflanze haben wollte. Hat ihm gut gefallen. Sind ja auch schön. Haben ihm aber keine gegeben. Er hat sich einfach ein Blatt abgerissen. Ist damit zur Gärtnerei gegangen. Das war's dann. Du erzählst mir was übers Rauchen. Ja. Du? Wie viele Frauen hast du schon gehabt? Wie alt bist du? 17. 17?
Naja, es hat mir nichts bedeutet. Du schläfst mit Frauen und es bedeutet dir nichts? Ich will einen Mann nur dann, wenn ich ihn auch wirklich liebe. Der Mann, der dich versorgt. Ich kenne ihn schon länger, aber passt er im Knast. Ja und? Ich habe ihm versprochen, den Mund zu halten. Er vertraut mir. Vertrauen? Was weißt du denn schon, was das ist? Du lügst doch andauernd. Warum kannst du nicht einfach ehrlich zu mir sein? Sei doch einfach ehrlich. Sei doch einfach mal ehrlich zu mir. Sei doch einfach mal ehrlich zu mir. Papa eigentlich was von uns wissen? Seit wann rauchst du? Was? Seit wann du rauchst? Das habe ich mir angewöhnt. Ich habe dich was gefragt. Kann Papa was von uns wissen? Ich glaube nicht, dass er was weiß. In der Kiste da lagen Verbandskasten. Mit einer Hand kannst du dich verbinden? Ja, ging zwar nicht mit links, aber es ging. Und wenn er was wüsste, wäre es mir nicht entgangen. Hast du dich frisch gewaschen? Ja. Du? Ja. Wie war Papa eigentlich im Knast? Er hat sich immer um uns gekümmert. Seine Lieblingsbeschäftigung. Er wollte immer den Maler aus mir machen. So ist er eben. Immer für mich eingesetzt. Und ich gar nicht weiß, ob ich es verdient habe.
Bald bist du wieder ganz gesund. Schön. Finde ich auch. Kommissar? Was haben die mit dir gemacht? Die wollen mich fertig machen. Niemand wird dich fertig machen. Die Feiglinge waren 3 zu 1. Jetzt steht's 3 zu 2. Bist du dabei? Also. Ich habe in einer Woche Weihnachtsferien. Dann können wir zusammen fliegen. Was willst du machen, wenn die Ferien vorbei sind? Ich habe mich schon erkundigt. Man kann in Spanien genauso gut sein Abitur machen. Das dauert nur ein bisschen länger. Was hast du? Die Dealer. Hä? Von denen hast du mir neulich erzählt. Die haben einen Jungen zusammengeschlagen. Ich hab's gesehen vom Fenster. Na Scheiße, ey. Es geht schon seit Ewigkeiten so und keiner macht was dagegen. Was findest du eigentlich in mir? Du bist ein Krimineller, du lügst, du erschießt andere Leute, du bist verdammt feige, obwohl du denkst, du seist mutig, du bist egoistisch. Du willst sie nicht stellen und außerdem sind die anderen ziemlich scheißegal. Ja, das war's ungefähr. Hast du auch nichts vergessen? Uwe hat deine Matratze gesehen und ich musste wieder lügen. Du bist ein albanischer Asylant, weißt du Bescheid? Ich ein Albaner? Wir sollen den Quatsch glauben. Wir sind hier in der Kirche.
Da glaubt man noch. Naja, wenn du meinst. Ich hau dieses Jahr noch ab. Mit deiner Wunde? Ich werde überleben. Was wollte die Polizei vorhin? Laura hat ein paar Türken angezeigt, die hier dealen. Deshalb waren sie hier. Die werden jetzt jeden Tag hierher kommen. Glaubst du, die wollen beten? Die werden dich hier bestimmt nicht entdecken. Ich hab dir gleich gesagt, misch dich da nicht ein. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Du sitzt hier im Trockenen und da draußen machen die ihre schrägen Geschäfte. Du meinst das nicht so. Ich brauch noch was. Wann? Schnell wie möglich. Nein, ich meine, wann du gehst. Heiligabend. Was? Besser, wenn du hier bleibst. Die werden uns jagen. Tag und Nacht. Willkommen in der Hölle. Das ist mir völlig egal. Mir aber nicht. Du weißt, ich habe keine Zukunft. Deine Worte. Nein, nein, das habe ich nur so gesagt. Das habe ich nicht so gemeint. Dann hast du auch keine Zukunft. Du redest schon wie mein Vater. Ja? Ich könnte auch dein Vater sein. Du könntest nie mein Vater sein. Du machst erst große Versprechungen und dann gehst du einfach. Christliche Liebe heißt, dass wir uns wirklich füreinander einsetzen. Setzt euch nicht rücksichtslos durch, nutzt euch nicht gegenseitig aus, sondern seid auf das bedacht, was für den anderen gut ist. Freut euch darüber und haltet euch bei allen daran, auch wenn ihr den Mut verliert. Seid nicht nur im vertrauten Kreis füreinander da, sondern seid offen für alle, die euch begegnen und euch brauchen. Für dich.
was waren das für Geräusche da in der Kirche? Ach, das. Das war eine Hochzeit. Eine Hochzeit, wo man so jubelt. Am Anfang jubelt man noch und dann schreit man sich nur noch an. Über deine Eltern. Genau. Mama ist mit Stöckelschuhen auf Papa losgegangen. Und dann hat sie Flüssigreiniger getrunken. Tja. Im Krankenhaus wurde ihr der Magen dann ausgepumpt und danach haben sie sich dann getrennt. Am Anfang schreit man sich vielleicht an, aber am Ende trennen sie sich alle. Also ich würde nie einen Grund geben, Flüssigreiniger zu trinken. Ich sehe schon vor mir, Freddy Kuczynski, der Playboy, endet vor dem Altar. Alfred Kuczynski. Möchten Sie die hier anwesende Laura Reda lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet? In guten wie in schlechten Tagen? In guten wie in schlechten Tagen, so antworten Sie ja. Ja, mit Gottes Hilfe. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Du musst erst noch Ja sagen. Jetzt hör auf und küss mich endlich. Ich kann hier nicht länger bleiben. Das ist viel zu gefährlich. Das geht mir zu schnell. Jetzt warte doch noch mal einen Tag. Hast du gesehen, was das für Typen sind? Aber bitte. Bitte. Da wirst du mal verderben sein. Keine Ursache. Hol mich morgen um 12 Uhr ab. Das habe ich oben auf dem Dachboden gefunden. Das ist doch hübsch, ne? Verschwinde. Ich möchte dich nicht mehr sehen. Es ist nicht so, wie du denkst. Ich will auch gar nicht wissen, wie es war. Ich will nur, dass du verschwindest. Jetzt spiel dich mal nicht als Moralapostel auf. Sie wollte es so. Sie wollte es so? Sie weiß doch noch gar nicht, was sie will. Sie ist doch noch ein Kind und das hast du schamlos ausgenutzt. Du bist aber gar nicht mehr freundlich, Pastor. Du spielst mit ihren Gefühlen! Du weißt doch gar nicht, was du redest! Du wirst sie zerstören, wie du dein Leben verfuscht hast! Du wirst in der Gosse enden, Freddy Kuczynski!
und niemand wird bei dir sein. Und weißt du auch warum? Weil du ein gottverdammter Lügner bist. Weil du deine besten Freunde verrätst. Nach den Feiertagen möchte ich dich nicht mehr sehen. Er hat mich geschlagen. Er hat mich noch nie geschlagen. Er hat gesagt, dass du ein Lügner und ein Mörder bist. Weißt du, der Pastor will immer Sündern helfen. Also habe ich ein bisschen dicker aufgetragen. Ich weiß nicht, warum ich sonst versteckt hätte. Hast du jemanden erschossen? Es kommt schon mal vor. Aber es war Freitag. Und Freitag tötet Freddy nicht. Ich will dich nicht mehr sehen. Ich will endlich weg mit dir. Laura? Hm? Ich brauche noch was. Der Pastor hat wahrscheinlich in seinem Büro meinen Revolver versteckt. Was willst du denn mit dem? Ich fühle mich einfach sicherer. Okay. Vergiss es. Wir schaffen es auch ohne. Bist doch ein echter Kumpel. Warum nicht gleich so? Hä? Kann ich jetzt gehen? Wo willst du hin? Betteln kannst du später. Messer weg. Dreh dich um. Wer hat es? Du? Was habe ich denn hier? Wie heißt du? Stefan. Hellwig. Geht doch. Wenn du mir jetzt noch verrätst, wo du wohnst, dann schenke ich dir auch was zu Weihnachten. Herrenweide 9. Und du? Timothy Backhorn. Juliusstraße 15. 479832. Gut, Dimitri, gut. Ich glaube, dafür dürft ihr beide Weihnachten bei Mama und Papa verbringen. Verschwinde. Der wird mir jetzt nichts mehr tun? Ja. Darauf kannst du dich verlassen. Heute ist so ein Tag, an dem wir unsere Tür
einen Spalt weit öffnen können. Und wäre es zunächst auch nur ein Spalt, und wäre es zunächst auch nur heute, so wäre es doch ein Anfang. Amen. Für die Orgelreparatur. Ja. Du? Liebst du mich eigentlich auch ein bisschen? Kleines bisschen. Lässt du mich jetzt allein? Er wird sie zerstören, wie alles, was er berührt. Wenn andere in Not sind, helfe ich ihnen in deinem Namen. Wenn man dich am dringendsten braucht, dann bist du nicht da. Wie soll ich dich denn vermissen, wenn du mich nicht loslässt? Kommissar Behrens. Es ist wichtig, es geht um einen Mord. Um den Mord im Freihafen, bei dem ein Polizist getötet wurde. Ich weiß, wo der Mörder sich versteckt.
lasse. Und dafür quält man sich nun aus dem Bett. Typ, ist mir scheißegal. Ich will die Kohle. Warum sollte der hier 100 Mille zurücklassen? Hör mal genau zu. Ich muss für die Kohle gerade stehen. Aber eines sage ich dir. Ich werde nicht allein die Verantwortung tragen, ja? Laura, bitte mach jetzt keine Dummheiten. Du! Laura! Sie wird sich beruhigen. Das ist alles meine Schuld. Also das hier ist eine Schreckschussbombe. Das kann nicht sein. Sind Sie wahnsinnig? Er hat mir selbst gesagt, dass er mit dieser Waffe einen Polizisten getötet hat. Sag mal, haben Sie dir ins Gehirn geschissen? Kosinski war nur der Kurier, der das Kokain geliefert hat. Sein Chef hat unseren Mann auf dem Gewissen. Erzählt er mir dann was anderes? Laura, du fehlst mir. Du hast mir schon gefehlt, bevor ich dich das erste Mal gesehen habe. Was hast du getan mit Freddy? Was hast du getan mit Freddy Kuczynski? Wie soll ich leben ohne deine Fragen, ohne deine Neugier, deinen Geruch, deine Augen, die alles sehen? Wie soll ich leben ohne dich? Wer bist du, Laura? Du bist ehrlich und das auch noch immer. Du kennst keine Kompromisse und dein Sinn für Gerechtigkeit bringt alles durcheinander. Du kannst nicht ruhig sitzen, wenn ich dich male. Ich liebe dich. Ich liebe dich.